Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1. Wir haben vielleicht einen Tag lang in der Gegend rumgestanden und jetzt sind hier 1600 Leute. Wieso prügeln sich hier vorne? What the fuck? Keine Ahnung. Und jetzt sprechen wir erstmal mit den ganzen Leuten, mit denen wir nicht gesprochen haben. Haben wir schon. Nee, Antiqua. Verdammt, ich sollte eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss ich meine Waren hier draußen fallbieten. Jetzt sind wir bei dem Antiquar. Pech. Ich kann auch nicht in die Stadt. Ich verplempere meine Zeit schon zu lange vor diesen Toren. Wollt ihr etwas kaufen? Nur zu. Raubt mich am helllichten Tag aus. Was bietet ihr denn feil? Mein Blut und mein Leben. Zeigt mir eure Waren. Oder, oh Gott, hat er viele Bücher. Geschichte der Neuzeit. Geschichte der Welt. Über Bargästen. Monstrum, ja, die habe ich schon. Märchen und Geschichten. Sphärenkonjunktion. Islines Prophezeiung. Eine Aufforderung zur Magie. Grundlagen der Alchemie. Wieder die Anderlinge. Das Buch der Tiere. Über Feldpflanzen. Alchemie. Keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen. Sumpfungeheuer. Und Foliant der Angst und des Schreckens Band 1. Ich kann mir keins davon leisten. Also das Wichtigste ist das Pflanzenbuch, das Buch über Ertrunkene und über Ghule. Es gibt kein Buch über Ertrunkene und auch keins über Ghule. Das ist in irgendeinem von dem unteren das da drin. Das ist das Buch der Ghule? Sumpfungeheuer? Das hier ist Ertrunkene, okay. Die sind okay. Richtig, also die... Was okay, dafür brauche ich insgesamt 650 Gold Minimum. Okay, dann haben wir den Antiquar schon mal getroffen. Wer ist der das Antiquar ist da? Übrigens Spieler? Die einzige Person bisher, die ich getroffen habe, die war also wichtige Personen, die was zu erzählen haben, sind eigentlich immer grün kennzeichnet. Er ist die einzige blaue Person, die wichtig ist, die ich bisher getroffen habe. Na, ja, das ist ja auch nur wichtig. Oh, der hat keinen Namen. Nein, ich wollte nicht mit dem Antiquar reden. Ich verplempere was mein Blut. Was? Dezlan Lövre... Was? Das ist ein Händler. Endlich ein vernünftiger. Ach, der Fette. Neuwarden. Kaufmann. Ich meine die Familie, ja. Neuwarden. Die Familie oder eine andere. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich. Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter Visimas Mauern. Ihr glaubt, dass er tot ist? Ich weiß es nicht. Aber ich bezahle euch 200 Euro, 200. Wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Abgemacht? Abgemacht. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und Visima betreten. Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach Visima geschmuggelt werden. Ich werde mein Bestes tun. Seid vorsichtig. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Wenn er tot ist, lauern dort sicher Gefahren. Boah, der ein Doppelkinn und ein Arschkinn. Dankeschön. Gut, wir haben eine neue Quest. Die Hexenhure? Wer ist denn die Hexenhure? Sind wir die Hexenhure? Nein. Wie kann man Leute umbringen? Wieso, wen willst du umbringen? Den Bauern. Er sagt, die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Du kannst Leertaste drücken oder ja. Shift und dann auf dein... Ach, hast du schon? Ja, ich bin ein bisschen verspätet. Ich kann da nicht draufklicken. Achso, vielleicht geht's im Gasthaus nicht. Scheiße. Aber theoretisch kannst du euch auf dein Schwert klicken und ihn dann abstechen oder so. Wenn's nicht geht, dann geht's. Okay, die beiden sagen einfach genau das gleiche. Die verdammten Eichhörnchen greifen Konvois an, genau wie im Krieg. Die Synchronstimme ist die gleiche von Dr. Kelso. Das ist creepy. Stimmt, ich wusste, dass ich die schon irgendwo erkenne. Scrubs. Alter, wie die vier hier einfach das gleiche sagen. Er wollte drei Kronen. In Ovens wären das. Menschen und Anderlinge bezahlen die doppelte Wahlsteuer. Ein Skandal. Geiger. Hört einfach zu. Okay. Janine, haben wir mitgesprochen. Ihr habt
mich gerettet, oder? Ach, du stehst wieder. Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ach, ist schon gut. Ich kannte sie ja kaum. Was kann ich euch bringen? Oh, sie mag mich wieder. Und sie, ihre Synchronstimme kenne ich auch. Die ist von American Dad, von Haley. Vorerst nichts. Haley, sag mal nichts. Würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Gott, echt, ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Würdet ihr nach der Arbeit auch anständig zu sein? Seid nicht zornig. Nur ein Blinder könnte euch ignorieren. Ihr habt wahrlich eine Art mit den Frauen. Was kann ich euch bringen? Man kann echt nicht mit der labern, oder? Vorerst nichts. Aber... wohl kaum. Ich bin... dann hätte ich gerne ein Bier. Bitte. Hier, schöner Mann. Ach, und dann muss ich ihr ein Bier aus ihrem Inventar abkaufen. Ja, kannst du mir mal die Puppe jucken, kannst du mir, Junge. Mädchen. Ich dachte, die wäre irgendwie wichtig. Ne, wieso? Weiß nicht, warum nicht. Was Kellnerin ist. Kellnerin sind nie wichtig. Faustkämpfer. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Seine Stimme kenne ich auch. Simpsons. Irgendeiner von Simpsons. Ich bin mir sicher. Kann ich mich mit einfach mit jedem schlagen? Meinst du, ich schaff die? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Das ist rundenbasiert, das Kämpfen. Also, du schlägst zu und dann schlägt er zu. Also, das ist ganz komisch oder so. Ist das schwierig? Meinst du, ich sollte nicht 55 Ohren setzen? Also, ich habe nicht 55 Ohren gesetzt. 55 mein restliches Geld. Also, du willst dein restliches Geld jetzt direkt verwetten. Gut. Okay, ich setz erstmal so 25. Ich habe mit 5 angefangen. Nicht mit mir. Er will nicht. Kannst 25. Du erst mal testen, wie es das ist. Sind zu viel. 10. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Wir werden sehen. Faustkämpfen. Ein gelber Sockel zeigt Charaktere an, gegen die ihr im Faustkampf antreten könnt. Linksklick zum Angreifen. Blockiert Angriffe durch Klicken und Halten der rechten Maustaste. Wenn das so gut funktionieren würde. Keine Herausforderer? Aua. Schlag mich, ihr Memme! Er will einer aufs Maul! Funktioniert doch super. Naja. Damit das nicht ganz so gut funktioniert mit dem Blocken, obwohl ich die ganze Zeit geblockt habe. Du musst einfach immer nur blocken, wenn dieser gelbe Pfeil kommt. Auf seinen Fäusten. Ich habe ihn gerade kalt gemacht. Ohne große Probleme. Naja, du hast ein Viertel HP verloren. Hab ich gar nicht gesehen. Wieso kämpfe ich weiter? Ihr habt gewonnen, Wanderer. Wieso kämpfst du weiter? Ich hab die ganze Zeit noch hinterhergeschlagen. Ja, das ist eine coole Animation am Ende. Ja, aber er lag schon. Okay, Zier Faustkämpfer, mit dem soll ich erstmal nicht kämpfen. Faustkämpfer. Oh! Der ist doch vom gleichen Orden, oder nicht? Der. Der da. Der mit der roten Kapuze. Wollt ihr kämpfen? Willst du verprügeln, wenn du möchtest? Habt ihr Geld? Bei dem soll ich nur 5 Ohren setzen? Was? Kann ich nicht 10? Ohne Fleiß kein Preis. Wir werden sehen. Willst du jetzt den ganzen Part jetzt den du verprügelst? Ihr kämpft wie ein Mädchen! Ja,
jetzt funktioniert die Animation auch mal. Aber er macht noch 1000 Sachen danach. Warum? Das sieht cool aus. Nein. Wenn du einen Typ verprügelst, dann machst du so coole Moves am Ende, damit du zeigen, den anders sein kann. Ich bin voll der Player. Nein, du haust ihn einfach um und dann redest du nie wieder mit den Leuten. Fettfried hau ich erstmal noch nicht auf die Fresse. Wieso nicht? Erstmal noch die anderen beiden Faustkämpfe. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Bei dem 10 Faustkämpfer kannst du, glaube ich, mehr setzen als normal. Ich versuche mal 25 bei einem zu setzen. Auf keinen Fall. Ne, nicht 25. Setzen wir mal 20. Ja, 20 geht. Ist auch nicht Spaß dran. Ja, man, so finde ich jetzt Kohle. Ich habe auch ohne die Kohle, also ohne Faustkämpfe Kohle gemacht, das ist so schwer. Schlag mich, ihr Memme! Keine Herausforderung? Hast du gesehen, wie ich ihn verkloppt habe? Alter, er hat mich keinmal getroffen. Okay, die Bewegung war okay. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Der zähe Faustkämpfer kommt mir irgendwie bekannt vor. Der sieht ein bisschen aus wie der Zauberer. Keine Herausforderung. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Wieso kann ich mit dem nicht kloppen? Ich will nicht zweimal. Oh, Fettfried. Schau an, ups. Ein Hexer. Ist hier eine Art Turnier im Gange? Wir verprügeln einander für Geld. Interessant. Wenn ihr wollt, dass Fettfried euer Gesicht umgestaltet, zeigt mir euer Gold. Wie viel? 25 Orens. Ein andermal. Au, au, ich will nicht zweimal. Wer will einer aufs Maul? Ich kann gar nicht mehr mit den spielen. Wie mit den spielen? Ich kann nicht mehr mit dem kämpfen. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Wahrscheinlich kann man maximal dreimal. Keine Ahnung, verprügelt einfach Fettfried, dann hast du einen vierten Kampf. Kann ich dann wieder die anderen auf die Fresse hauen? Weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst nicht Leuten auf die Fresse hauen so oft. Das ist mein Recht als Frau? Ja. 25 Orens. Ich will mehr als 25 Orens wetten. Scheiße, der trifft ziemlich gut, Alter. Ja, und das war der erste, den ich bekämpft habe, glaube ich. Haben. Richtig aufs Maul, Alter. Nein, man boxt nicht noch danach in die Luft. Wirklich nicht. Doch, das ist verdammt cool. Ja, wie hast du das, ein Gangster-Rapper? Wo ist meine Belohnung? Wählt. Zwei Flaschen Schwarzgebrannter und ein kleiner Happen dazu, ein Ring oder Bargeld? Wodka und was zum Nachspülen, Ring oder Gold? Ich hab das Gold genommen, ich liebe Gold. Der Ring könnte aber auch gut sein, ne? Nee, also... Wie viel Gold kriegst du da? Ich kann es nicht lesen. 50. 25 haben wir gewettet. Ich würde das Gold nehmen, den Ring. Ich weiß nicht, der kann vielleicht mehr wert sein, aber was Alkohol, weiß ich nicht. Hast du vor, tausende von Tränken zu brauen? 100 Orens. Hä, wieso krieg ich 100 Orens? Wir haben um 25 gewettet, dann wäre das im Endeffekt 100. Ja, aber weiß ich nicht. Ich konnte nicht mehr mit den... Was? Ich kann Talente verteilen? Was? Warum leuchte ich auf? Ja, du bist gelevelt. Okay. Ich muss mir jetzt hier, um Talent zu verteilen.
Okay, dann meditiere ich mal, nachdem ich hier alles fertig. Wieso kann ich an diesem Feuer nicht meditieren? Weil das ein Ofen ist, hab ich auch gefragt. Kannst ja beim Schankwirt in deinem Zimmer für 5 Uhren zu meditieren. Kann ich ja lassen. So, und jetzt müsste ich bei... Ach ja, ich muss eine Quest für den machen. Sieg über Fettfried. Ich sollte mir einen stärkeren Gegner suchen. Ja. Das ist so eine sekundäre Quest. Okay. Außer meines Begleiters aus Kermoren leben noch andere Hexen. Ich sollte ihn jemals treffen. Ja, okay. Das wird wahrscheinlich eine Sache, die ewig dauert. Ja, das ist also Ring aus Geheimnis ist eine sekundäre Quest. Dann hast du halt deine Verträge. Dann hast du noch den Auftrag von dem Kaufmann. Und dann noch die Nebenquest mit dem Faustkampf. Und die Hauptquest da, das mit diesen Salamandras da regeln. Und dann musst du irgendwie in die Stadt reinkommen. Da musst du dann mit einer Person reden oder so. Okay, ich werde erstmal 10 von diesen Viechern killen. 4 habe ich schon, also 6 noch. Übrigens finde ich die Artworks mega geil. Welche Artwork? Also die, wenn du irgendwie Dings rein, raus, gehst. Ja. Ja, ist ganz hübsch. Kräuterkundler. Was? Ach, das ist der. Lebt wohl. Ich werde mir sparen. Die Bestie hat wieder zugeschlagen. Nein. Verdammt. Wieso komme ich jetzt gar nicht mehr raus? Ich hoffe, ich werde nie einen treffen. Wie gar nicht raus? Das Tor ist zu. Weil der Weg... Was? Ja, das ist versperrt. Weil du kannst nur in die andere Richtung. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ja, ich bin ein Zwerg. Nein, ich unterstütze die Skoyatel nicht. Ja, ich habe Steuern und Schmiergelder bezahlt. Oft. Sogar heute. Beruhigt euch. Ich will nur reden. Ich kann im Grab ruhig sein. Optimistisch gesehen ist es bald soweit. Ich komme zu sein Bart ist cool. Auch. Einmal haben sie mich gezwungen, mit anzusehen, wie ein Anderling gehängt wurde. Hab mich beinahe um Kopf und Kragen gelacht. Verstehe. Man mag Anderlinge hier wohl nicht. Nirgends in den nördlichen Königreichen. Ein Staatsdiener wie Siemens gewann jüngst einen Innovationspreis. Für die Entwicklung von Galgen, speziell für Zwerge. Was ist daran so innovativ? Nichts. Aber bedenkt, was man da spart. Aus all dem gesparten Holz kann man andere Waren herstellen. Spielzeugschwerter zum Beispiel. Kann ich euch etwas fragen? Ja? Wer sind die Skoyatel? Terroristen oder Unruhestifter würdet ihr sie nennen. Sie kämpfen für die Rechte von Anderlingen. Skoyatel ist elfisch für Eichhörnchen, benannt nach den Eichhörnchenschwänzen an ihren Mützen. Treibt ihr Handel mit ihnen? Verpisst euch, ihr legt mich nicht rein. Verschwindet, Störenfried. Okay, der mag mich jetzt auch nicht mehr. Ich wollte ihn doch gar nicht. Okay, wo gibt's hier die Viecher? Gibt's sie überhaupt? Soll ich dir was verraten? Weiß nicht, ja, nein, vielleicht. Spoiler? Viecher kommen nur nachts. Ja, du musst das sowieso meditieren, um deine Lens zu verteilen. Ja, und jetzt auch schon irgendwo ein Feuer. Ja, das war im Hof drin, also... Ich bin im Hof. Ja, ich sehe alles 10 Sekunden verzögert, es tut mir leid. So, ich meditiere jetzt. Oh mein, was? Was denn? Hä? Was denn? Was ist das? Den Skilltree? Alter. Die 80 also, Skilltrees? Wie viele Skillpunkte hast du? 12? What the fuck? Keine Ahnung, wo steht das? Da. Was wichtig ist, Intelligenz? Da brauchst du auf jeden Fall was. Da. Hä? Also kannst du auf Intelligenz draufklicken und dann, also rechts sind so die Skills und dann links sind so die Skill-Bäume sozusagen. Nein, rechts sind Skill-Bäume und links sind die Skills.
Ja, tut mir leid. Also ich meinte so, rechts sind die Skills, die es dann so wirklich benutzt und dann links sind so die... das Pflanzenpflücken ist wichtig bei Intelligenz 2. Und ansonsten halt Stärke ist gut und dann halt noch Stahl erstmal und alles mögliche. Ich kann aber nicht direkt auf Intelligenz 2 skillen, oder? Ne, du musst dann erstmal erst Intelligenz skillen. Das ist da links. Ja, da bist du gerade. Ermöglicht dir Tränke herzustellen. Das muss ich auch haben, oder? Das hast du eigentlich schon, Tränke herstellen. Okay. Und jetzt brauche ich Intelligenzstufe 2. Ja, also das ist ganz wichtig eigentlich. Also. Und dann brauche ich Kräuterkunde? Ja, dass man Pflanzen pflücken kann. Das ist nämlich ziemlich wichtig für später. Ja, erinnert sich ein bisschen über einige der mächtigen Ungeheuer, ohne dass er im Spiel begegnen muss. Das habe ich auch noch gemacht, das ist auch ganz nice. Ich weiß ja nicht, was das genau bringt, aber naja. Und Stärke sagst du, was ist denn das hier? Schaden plus 5, Parieren 5, Vitalität 25, das hört sich gut an. Schwips, immunisiert gegen Schmerz. Wirkt nur, nein, das will ich nicht. Ich will keinen Alkohol trinken die ganze Zeit. Das habe ich, genau das gleiche habe ich auch gemacht. Das Alkoholteil habe ich gar nicht benutzt. Wirkt nur, wenn Geralt Vitalität hat. Vitalität ist das Leben. Gelbe. Vitalität ist sein Leben. Nein, das ist, Ausdauer ist das Gelbe, darunter ist noch eine Leiste, das ist Giftigkeit oder so. Aber die ist halt bei dir leer, wenn du Tränke trinkst, geht die voll. Und Rot ist halt Vitalität. Okay, ich habe eigentlich immer mehr als 25%. Weniger als 25%. Das, wenn du fast tot bist, das ist auch nicht so nötig. Das macht nochmal alles höher. Und was noch richtig geil ist, ist bei deinem Zeichen, ist Art da, da gibt's so ein Stun. Das ist so das erste, was du da skillen kannst. Das ist auch noch ziemlich geil. Das hier? Art Stufe 1? Nee, nee, ich glaube Unterstufe 1 ist das, oder? Leben. Ja. Ja, Leben, das ist geil. Das ist ziemlich geil. Also am besten skillst du alle, also in alle Punkte erst ein bisschen was rein oder so. Intelligenz war halt nur, dass man schon mal hat, weil ich habe das dann voll verpeilt erstmal am Anfang. Und ja, ansonsten musst du halt gucken, was du genauer haben willst. Ich will kein Alkohol. Das will ich auch nicht. Also bei Stärke ist, glaube ich, dass man mehr Vitalität bekommt und dass man allgemein mehr Schaden macht. Gewandtheit ist Ausweichen und Parieren und sowas. Intelligenz ist für die Zauber noch ein bisschen. Und Ausdauer ist, glaube ich, halt normal Ausdauer-Skills und auch ein bisschen mehr Überleben. Und bei dem Stahlschwert kannst du auch noch da deine verschiedenen Kampfstile da ein bisschen verbessern. Okay. Ja, mehr Schaden machen, Blutungseffekte hinzufügen und so ein Scheiß. Erfordert Verzehr eines Mutagens. Was? Naja, ich habe das auch noch nicht, aber ich denk mal, die haben mein Hexamutagen geklaut und irgendwann werden wir die wohl wiederfinden, oder? Oder irgendwelche Mutagen. Auch. Kranke Scheiße. Die anderen Zeichen haben wir noch nicht erlernt, ne? Nein. Wir haben doch gar kein Silberschwert. Ja, deshalb ja. Das, also Silberschwert solltest du noch nicht skillen. Ah, hier sieht man noch den Schaden, den man macht. Erfordert Bronzetalent. Was ist denn Bronzetalent? Bronzetalente sind die bronzenen Teile, die du da hast. Also, die Skull. Ja, das habe ich doch, oder nicht? Ja. Ja, warum kann ich das denn nicht machen? Ach, weil du schon hast. Okay. Also, du hast überall den ersten Punkt schon. Nee, bei Intelligenz muss ich den kaufen. Ach so, hier, okay. 5, okay. Das ergibt Sinn. Bluten plus 15? Schaden plus 20, das gefällt mir schon besser. Schaden plus 40? Aber wirkt nur, wenn Gegner weniger als 15% wieder delete, das ist wenig. Schaden plus 25? Bluten. Jetzt brauchst du erstmal eine Stunde, um dazu skillen, das. Ja, das Mann. Viel Spaß. Jetzt noch nie gespielt. 25 Minuten übrigens. Okay. Ich wollte jetzt wie lange schlafen? Das ist wie spät? Hat man das irgendwo? Du kannst da einfach die Uhrzeit auswählen. Bis Mitternacht. Ja. 8 Stunden.
Das ist ziemlich cool gemacht. Dankeschön. Danke, dass jetzt so viele neue Einträge kommen. Die muss ich alle vorlesen. Wichser. Hey. Ah, da! Was ist denn los? Und es werden immer mehr. Ertrunken, ich muss mir das Ding jetzt nicht kaufen, das Buch. Ich glaube, ich habe das Buch vorher gekauft, also ich habe ziemlich viel Geld verschwendet. Ja. Ich bin nicht gerade der Held. Ja, unbekanntes Kraut. Dafür musst du erst das Pflanzenbuch kaufen. Okay. Damit du es einsammeln kannst. Banditen? Sind die böse? Schallkraut! Banditen sind meistens böse, ja. Okay, unbekanntes, Alter, wie viel Kraut denn hier rumsteht? So, wo sind denn diese Wichser? Hier, diese Viecher. Die, spawnen immer aus tollwütigen Gründen. Mal sehen, wie gut ihr wirklich seid. Kann's nicht erwarten. Seid ihr's? Hexer, Hilfe! Schwund ab, Mehlhaut, hier sind keine Ungeheuer. Mehlhaut? Schrumpfen euch die Eier, Butch? Schnauzeweib, ich zeig euch ein paar Eier. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Das wird ihr freuen. Ich sollte vielleicht auf einen starken Kampfstil wechseln und nicht auf einen Gruppenkampfstil. Wäre eine Idee. Er ist tot. Hingerafft. Helft ihr mir? Das fällt ihr beim letzten Schlag nochmal in den schweren Kampfstil auspacken. Gewiss doch. Ich muss Vanessa auf ihrem Weg nach Hause zu ihrer Großmutter beschützen. Ach, jetzt auf einmal ist sie doch eine Nutte, oder was? Fick dich! Scheiß Nutte. Schwere Keule. Ah, ist nichts für mich. Eisenäxte sind auch nichts für mich. Ja, kommt die jetzt mit? Ah, sie kommt mit, okay. Kann ich das aktivieren als Quest? Die Nachtigall verspätet sich. Zu groß muss das Haus. Quest auf Karte verfolgen. Gott! Wie weit wohnt die denn weg? Mädchen. Ein oder zwei Meter. Wohl eher 1000 Meter. So weit ist das gar nicht. Ich höre Hunde. Ja, die hört man immer. Ja, ich will welche von diesen tollwütigen Hund. Was passiert mit denen? Guck zu. Oh nein. Ein Schlag, ernsthaft? Todesstaub. Eigentlich benutzt man für. Hab ich immer für diesen Schnellkampfstil benutzt. Ich hab nicht umgeschaltet, Mann. Mein nächstes Mal. Ja, aber ich hab die auch gar nicht getroffen. Moment mal, der tote Hund ist bei dir noch da? Jetzt nicht mehr. Normalerweise sollte der tollwütige Hund weg sein und nur noch der Bargaster liegen. Kapelle des ewigen Feuers. Was? Okay, ich fällt. Was?
Was? Was ist das? Was? Kapelle des ewigen Feuers. Dann kann ich da draufklicken und dann sind da komische Sachen. Ja, das ist ein Schrein, das brauchst du später. Das ist eine Quest. Oh Gott. Wieso hat sie ihr Messer noch gezogen? Wieso liegt denn hier überhaupt Stroh rum? Und warum hast du eine Maske auf? Ja, dann spiel doch Witcher. Königlicher Jäger ist man. Nein, 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 nein! Schön erstmal einen Feuerstein verschwenden. Seid gegrüßt, Hexer. Ich bin der hiesige Jäger. Seid gegrüßt. Wollt ihr wissen, wieso ich weiß, dass ihr ein Hexer seid? Nicht? Na gut, was wollt ihr? Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Naja, eigentlich wollte ich das selbst erledigen, aber da ihr schon mal hier seid. Angeblich haust ein Ungeheuer am Seeufer und frisst Bauern, die spät noch unterwegs sind. Vielleicht hat sich ein Ghul in der Gruft eingenistet. Wie viel für jeden? Ihr Hexer macht nichts uneigennützig. Tötet ein Ungeheuer, bringt mir den Beweis, dann belohne ich euch fürstlich. Haben die Bauern noch mehr über das Ungeheuer am Seeufer gesagt? Ich weiß nur, dass es nachts am See jagt und Leute tötet. Sucht es am Ufer, in der Nähe von Harens Haus. Okay. Wie sieht die Kreatur aus der Gruft aus? Für mich sieht es nach einem gewöhnlichen Ghul aus. Aber weiß der Teufel. Seht selbst. Wie viel verlangt ihr für einen Ertrunkenen? Das kann ich euch nicht sagen. Ist mein Berufsgeheimnis. Kommt schon. Wir haben denselben Beruf. Sieht so aus. Also, wie viel für einen Ertrunkenen? Kommt auf den Kunden an. Aber im Schnitt 80 Orens. Da bin ich nie rangekommen. Ich wusste, dass mit diesen Preisen was nicht stimmt. Beruhigt euch. Fortschritt, wo man hinschaut. Nur Hexer, Relikte einer vergangenen Epoche, arbeiten noch für ein Almosen. Und lassen sich noch dazu von denen, denen sie helfen, als Missgeburt beschimpfen. Ein anständiger Lohn für ein anständiges Tagwerk. Was war das? Nichts, nichts. Macht's gut. Ich glaube, der ist auch ein ganz schöner Wichser. Naja, lassen wir ihn mal Wichser sein. Gut. Oh, wie hier überall unbekannte Kraut rumsteht. Tür zum leerstehenden Haus. Da muss ich gleich noch mal gucken. 33 Minuten schon. 33? Oh, gut, dass du es sagst. Dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen und man sieht sich auch morgen wieder. Mach's gut. Tschüss.